Also herzlich willkommen zu Experiment Bildung auf den Schultern von Riesen. Bevor ich mich vorstelle, einen Input gebe und die Tagung vorstelle, möchte ich ganz, ganz kurz Jane Angerjärf das Wort erteilen, die unsere Gastgeberin sein wird heute. Ja, mein Name ist Jane Angerjärf, ich bin die stellvertretende Studienwerkleiterin und ich habe eine große Ehre, euch alle hier begrüßen zu dürfen zu unserer bildungspolitischen Tagung. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Und jetzt mache ich etwas, was man normalerweise erst zum Schluss der Tagung macht, weil drei Leute von unserem Team, die diese Veranstaltung vorbereitet haben, leider krankheitsbedingt nicht da sein können, obwohl sie sehr viel auch investiert haben, möchte ich erstmal ein großes Dankeschön an Markus Havel, Katharina Naumann und Katrin Schiefgen sagen. Leider sind sie heute nicht da, weil sie krank sind. Und weil sie krank sind, ist natürlich eine sehr, sehr große Arbeit und Verantwortung an meinen Kollegen Janek Niggemann und Christopher Voss, der ist auch irgendwo hier. So, und jetzt bitte ich auch euren Applaus. Und ich wünsche uns alle, dass wir heute und morgen hier gemeinsam Orte schaffen, die, von denen ausgehend wir befähigt werden, noch leidenschaftlicher, noch stärker für kritisch-solidarische Bildung zu kämpfen. Danke. Dankeschön. Okay. Ihr seid so gut und gebt mir eine Sekunde, mich zu sortieren nach drei Tagen Wahnsinn und der einen oder anderen Kleinigkeit. Ist mir das Lachen zum Glück noch nicht vergangen und deswegen heiße ich euch sehr, sehr herzlich willkommen hier zu Experiment Bildung auf den Schultern von Riesen. Ich habe eine kleine, kurze Rede vorbereitet, die werde ich euch jetzt nicht super frei vortragen, das müsst ihr entschuldigen im Stress. Fühlt euch herzlich willkommen und vor allen Dingen an allererster Stelle, es gibt einen Livestream, den gibt es, weil es ein besetztes Institut gibt an der HU. Dort streiten die Leute unter anderem für kritische Bildung und für die Rückkehr von gesellschaftsverändernden Praktiken, Wissensformen in die Hochschulen. Deswegen erstmal fett Props von unserer Seite aus. Wir haben auch Gäste da, die aus dem besetzten Institut kommen, dazu später mehr. Aber herzliche Grüße über den Livestream an die HU und an alle, die zuschauen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Janek Niggemann, ich bin Referent im Studienwerk, zuständig für die ehemaligen Arbeit und heute ist es mir eine Freude und ein Anliegen, euch alle bei der Bildungswerkstatt des Studienwerks zu begrüßen, die wir in Kooperation mit der Akademie für politische Bildung der RLS, heute vertreten durch Stefan Kalmring, der das Podium moderieren wird, in Kooperation gemeinsam gemacht haben. Neben mir sitzt Ines Koburger. Ines Koburger ist die gesamte Tagung unsere Prozessbegleiterin. Was das im Einzelnen bedeutet, was ihre Aufgaben sein werden, wird sie euch aber später in aller Ruhe selbst vorstellen. Meine Kolleginnen und ich freuen uns, dass es endlich eine Bildungstagung in der RLS gibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Umso besser, dass wenn sie gelingt und auch wenn sie nicht gelingt, noch zwei weitere folgen werden, nämlich 2018 und 2019. Zu den Themen und Konzepten werdet ihr nicht nur informiert, sondern ihr seid sehr, sehr herzlich eingeladen, eure Anliegen mit einzubringen, eure Projekte zu formulieren und eure Perspektiven. Einige von euch haben uns in der Anmeldung geschrieben, dass es ein längst notwendiger Schritt wäre und dass sie sich darüber freuen, dass wir das gemeinsam versuchen wollen. Es ist ein anspruchsvolles Unterfangen und es ist auch keineswegs sicher, dass das überhaupt gelingen wird, weder hier im kleinen Rahmen noch gesellschaftlich. Darum haben wir das Experiment genannt und meinen damit einen Lernprozess mit offenem Ausgang. Bevor ich kurz die inhaltlichen Gründe für den Titel und unser Engagement darlege, möchte ich mich allerdings bedanken. Diese Tagung hätte es ohne den außerordentlichen Einsatz meines Kollegen Markus Havel, der leider da niederliegt, heute nicht gegeben. Markus ist der bildungspolitische Referent im Studienwerk und ich danke ihm sehr herzlich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Commitment und ich bestelle viele Grüße an dieser Stelle, denn Livestream heißt, er kann es wenigstens sehen.
Was wir auf dieser Bildungswerkstatt versuchen wollen, ist herauszuarbeiten, wie in 4 gesellschaftstheoretischen Ansätzen Bildung theoretisch konzipiert ist. Unser Ziel ist die Suche nach Schnittmengen, nach Ansatzpunkten und Perspektiven einer linken Bildungsgrundlage, die sich gegen den erstarkenden Rechtspopulismus zu behaupten weiß und die die Zärtlichkeit des Befreienden gegen die Gewalt des Alltäglichen verteidigt. An fast allen Universitäten finden derzeit massive Ausschlüsse von kritischen Wissenschaftlerinnen statt. Ihre Arbeit wird erschwert, verhindert oder sogar bestraft, wenn sie politisch ungewollt sind, wie beispielsweise neulich noch die unseres Kollegen Kerem Schamberger, der als Kommunist nicht an der Hochschule arbeiten soll, wie die Casa Holm deutlich macht und zu der unsere Gäste noch sprechen werden, oder wie es unseren kritischen Kolleginnen in der Türkei massiv begegnet, an die wir hier solidarisch denken und die ich grüßen möchte. Ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass Bildung großteils zur Ware umgearbeitet worden ist und für die exklusiven Zugänge zu ihren Institutionen gesorgt wird. Bildung ist ein umkämpftes Feld von Auseinandersetzungen. Die Ausschlüsse von ihr und durch sie sind oft so alt wie sie selbst. Subalternes, aber nicht wichtiges, nicht relevantes oder gar verworfenes Wissen, also nicht legitimes Wissen, wird weder gehört noch ernst genommen, wird oft marginalisiert oder auch, und das ist ein bisschen trickier, selektiv eingebunden, je nachdem, was gerade passt. Auch wenn wir ihre hegemoniale Form kritisieren, müssen wir allerdings, und das ist unser Anliegen, Bildung zurückgewinnen, sowohl begrifflich als auch konzeptionell, denn in ihr ist ein Widerspruch enthalten zwischen Befreiung und Unterwerfung, in denen wir selbst verstrickt sind und in denen wir, wenn wir mit Bildung arbeiten, automatisch weiter verstrickt werden. Ihr merkt schon, die Ansprüche an Bildung sind enorm. Zugetraut wird ihr oft aber nicht viel. Langfristig angelegte Projekte werden oft kurzfristigen Kalkulationen geopfert. Bildung muss alles können und soll gleichzeitig nichts wollen. Und das ist ein Punkt, da sind sich so konservative Technokratinnen mit denen einig, die Bildung zu einem Anhängsel von Strategie machen wollen. Ein linkes Projekt, das die Spannung von Selbstveränderung und Weltverbesserung aufrechterhalten will, kann sich also keine instrumentelle Auffassung von Bildung leisten. Für emanzipatorische Projekte geht es vielmehr darum, kollektiv andere zu werden und zugleich die Welt zu verändern. Es geht nicht um Halbbildung und es geht nicht um halbherzige Veränderung. Nur noch kurz zu der Frage, warum eigentlich auf den Schultern von Riesen? Ich sage euch gleich, Markus und ich haben uns gestritten darüber und vielleicht kann ich 1 oder 2 Gründe dafür darlegen. Was den morgigen Tag anbelangt, so ist das Gelingen der Tagung natürlich davon abhängig, dass ihr euch einbringt, dass Lernprozesse gestaltet werden, dass ihr gemeinsam solidarische Lernformen entwickelt und das ist manchmal nicht so leicht, wenn man aus einer konservativen Institution wie der Hochschule kommt. Und dass ihr versucht, das vielleicht ohne akademischen Standesdünkel trotz und mit aller Differenzen zu versuchen. Wir verfolgen einen interaktiven und kollektiven Ansatz politischer Bildung, der notwendigerweise unfertig ist, wenn er wirklich diejenigen ernst nimmt, die dazukommen und die ein Wort mitzureden haben sollen. Ich möchte nun ganz kurz auf den Aphorismus von dem Zwerg auf den Schultern von Riesen eingehen, der ja dadurch weiter sehen kann als der Riese, dass er auf den Schultern steht. Wir haben diesen sehr alten Aphorismus im Titel der Veranstaltung zitiert und wir haben versucht und werden das die 2 Tage versuchen, ihm eine andere Wendung zu geben. Die Zwerge stehen nämlich, wie ihr das auf diesem Bild sehen könnt, nicht auf den Schultern, sondern eben auf dem Kopf des Riesen. Und sie sitzen oder stehen nicht bloß und schauen interessiert in die Ferne, sondern bauen auf dem Kopf des Riesen einen Turm. Man könnte also sagen, einen Aussichtsturm, von dem aus noch weiter zu sehen ist. Denken wir einmal beide Möglichkeiten der Interpretation zusammen. Ein Riese ist Marx. Ein Turm ist die Weiterentwicklung zu einer eigenen und in sich schlüssigen, vielleicht sogar systematischen marxistischen Gesellschaftstheorie. Da sitzen oder stehen dann also Leute in den Türmen der Frankfurter Schule, im Turm des undogmatischen Gramscianismus, im Turm von queeren und feministischen Perspektiven oder eines dekolonialen Postmarxismus und Dekonstruktivismus.
Wir bilden also jeweils eigene Begriffe aus und verlernen eine gemeinsame Sprache zur Verständigung und brauchen dennoch einen gemeinsam formulierten Anspruch, für und mit dem sich streiten lässt. Wir haben sogar stellenweise den Anspruch auf Wahrheit und universelle Geltung dezentriert, weil es eben eine ganze Reihe gewaltvoller, realer Gründe gibt, das Sprechen im Namen von Wahrheit und Objektivität als eine Form der Herrschaft zu reflektieren. Im Augenblick ihrer Verdunkelung, also der Verdunkelung von Wahrheit und Vernunft, scheint es aber auch geboten, wie es Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung geschrieben haben, an Vernunft und Wahrheit bei aller notwendigen Kritik festzuhalten. Unsere Podiumsgäste Alex Dimirovic und Maria Domar Castro Varela werden heute im Podium die Bedeutung von Universalität und Wahrheit von Gesellschaftsanalysen und ihren Bildungsformen ansprechen. Damit, we hope so. Bevor es aber sozusagen ein bisschen theoretischer um diese Fragen gehen wird, bin ich sehr, sehr froh, euch meine Kollegin Ines Koburger vorzustellen. Ines ist politische Bildnerin und wird euch den Ablaufplan der Tagung kurz vorstellen. Und dann heißen wir die Vertreterin der Besetzung am Institut für Sozialwissenschaften willkommen. Vielen herzlichen Dank. Ich bin nicht ganz so lang, deswegen muss ich das hier kurz justieren. Herzlich willkommen auch von mir. Janek hat es vorhin schon angekündigt, meine Rolle als Prozessbegleiterin. Und er hat auch beschrieben, wie diese Tagung nicht eine Tagung im so einem klassischen wissenschaftsapparatlichen Sinne eine Tagung ist, wo wir den klugen Expertinnen lauschen dürfen und dann mit all dem Wissen im Kopf möglichst nach Hause gehen, sondern es darum geht, dieses Wissen hier gemeinsam anzueignen, zusammenzuführen aus den vier verschiedenen Modulen, die inhaltliche Schwerpunkte haben, verschiedene Schwerpunkte, Sachen zusammenzutragen und das eben in Form eines Prozesses gestaltet ist, wo ihr ganz stark einen inhaltlichen Anteil dran habt. Das heißt, sehr, sehr entscheidend, dass eure Beteiligung am Ende dazu führt, dass etwas dabei rumkommt. Wie wir uns das gedacht haben, wie sich vor allem Markus und Janek das gedacht haben, will ich euch in Kürze vorstellen. Es wird morgen, zu dem heutigen Abendprogramm wurde schon einiges gesagt, morgen früh losgehen mit noch mal einer grundsätzlichen Einführung und einer ausführlicheren Vorstellung der Module sowie der Referentinnen, die jeweils als Expertinnen zur Verfügung stehen und euch dann auch inhaltlich da begleiten werden. Die vier Module zu den inhaltlichen Schwerpunkten, ihr werdet sie ja bei der Anmeldung ausführlich gesehen haben, beginnen um 10.30 Uhr und es gibt 2 Stunden Zeit, da sich intensiv mal so ein bisschen reinzuschrauben in die unterschiedlichen Perspektiven zu bildungstheoretischen Fragen. Da es nach 2 Stunden schwer möglich ist, schon so Ergebnisse zu produzieren, wie das so ursprünglich in der Konzeption angedacht war, haben wir auch aufgrund des großen Interesses und der großen Anzahl der Leute, die jetzt da sind, versucht, das Programm so ein bisschen zu entschlacken und anstatt einer Berichtphase, wo man irgendwie schon so ein Ergebnis haben muss und dann einer Konfrontationsphase, wie es eigentlich geplant war, haben wir überlegt, wir machen danach erstmal eine Phase mit Zwischeneindrücken im Plenum, das heißt, es soll eine Möglichkeit geben, aus diesen 4 verschiedenen Perspektiven zusammen in ein Gespräch zu kommen. Das heißt, wir werden euch ein bisschen zusammenpuzzeln aus den 4 Themenschwerpunkten, sollt ihr ins Gespräch kommen zu dem, was die bildungstheoretischen Überlegungen, die ihr dort kennengelernt habt, denn eigentlich an produktiven Sachen für euch bringen und wie sich dort vielleicht auch schon Sachen verschränken und zusammendenken lassen. Danach wird es weitergehen zum weiteren Vertiefen, wieder in den gleichen Themenschwerpunkten, wieder 2 Stunden reinschrauben und schauen, was lässt sich denn am Ende auch daraus gewinnen, was ist eigentlich der Kontext, vor dem diese Theorien entstanden sind, was kann uns eigentlich heute daran nützlich vorkommen, wie können wir damit weiterarbeiten. Das werden wir dann zusammentragen, werdet ihr zusammentragen. Es wird Berichterstatterinnen aus den jeweiligen Modulen geben, die hier Kerngedanken, Kernthesen, Kernergebnisse zusammentragen und nutzbar machen für alle Beteiligten. Dann werden wir noch einmal Expertinnen belauschen, befragen in einem Interview zu bildungstheoretischen Fragen. Und dann steht ihr wieder im Fokus, im Vordergrund, denn es geht darum, die verschiedenen Sachen zusammenzuführen. Und
zusammen zu diskutieren in einer Fischbowl-Diskussion, wie genau das funktioniert und welche Form das hat, werden wir dann morgen nochmal genauer vorstellen. Da das nicht das Ende ist, sondern der Anfang einer Auseinandersetzung um den Begriff von Bildung und Bildungstheorie, werden wir gemeinsam auch darüber reden, wie es danach weitergeht, nicht nur mit den Konferenzen, die dann seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung noch anstehen, sondern auch, was eure konkrete Bildungspraxis oder Praxis mit Bildungsabsichten betrifft. Soweit im Grunde das große Programm, das grobe Programm. Wenn sich darin weiter Fragen ergeben, stehe ich gerne zur Verfügung. Wie gesagt, meine Rolle ist die der Prozessbegleiterin. Das heißt, ich versuche, da wo es mir möglich ist, Moderation und Diskussion zu unterstützen. Und ihr seid verantwortlich für die Inhalte, genau wie die Gäste und Experten, die wir zusätzlich eingeladen haben. Ja, danke, Ines. Zu sehr vielen der organisatorischen Fragen werden wir auch morgen noch mal was sagen. Das ist für die Leute im Livestream ein bisschen uninteressant. Also alles Mögliche an Infos kriegt ihr morgen noch. Jetzt bin ich richtig aufgeregt, weil jetzt kommen die Leute, die sich gerade einmischen im Kampf um eine andere Universität. Keine lange Vorrede meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass ihr trotz der stressigen Besetzung die Zeit gefunden habt. Grüße auch noch mal alle an die, die gerade in der HU sitzen und den Stream gucken. Herzlich willkommen. Ja, ein Hallo auch nochmal von unserer Seite und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind als Teil der Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin hier. Wir wollen in den nächsten Minuten berichten, wie es zu der Besetzung kam und was unsere Anliegen und Hoffnungen sind. Wir wollen versuchen, die stetige Auseinandersetzung mit Politik, die Umsetzung derselben und den dabei entstandenen rasanten Lernprozess, der sich bei allen Beteiligten in den letzten Wochen eingestellt hat, zu beschreiben. Natürlich können und wollen wir dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zu vielfältig sind unser aller Erfahrungen während der Besetzung, zu unterschiedlich die Lebenssituationen, Positionen und Meinungen, mit denen wir alle in die Besetzung gegangen sind und die wir nach wie vor haben. Am 18. Januar, also vor 3 Wochen, wurde das ISW besetzt. Dies geschah als Reaktion auf die Entlassung des Stadtsoziologen André Holmes durch das Präsidium der HU. Von Anfang an war jedoch klar, dass die Entlassung Holmes nur ein Anlass für einen Protest war, in dem es um viel mehr geht. Sie war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Mieten, die sich niemand mehr leisten kann, und ein Studium, das sich auf die bestmögliche Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt in der kürzestmöglichen Zeit beschränkt und dessen Sinnhaftigkeit sich uns daher nicht erschließt, verweisen für uns auf einen größeren Zusammenhang. Den BesetzerInnen des Instituts für Sozialwissenschaften geht es um gesamtgesellschaftliche Zustände, die wir nicht mehr akzeptieren wollen und gegen die wir mit der Besetzung aktiv kämpfen. Werkstatt zur Suche nach einem theoretischen Fundament linker Bildungspraxis lautet der Untertitel der heute hier beginnenden Veranstaltung. Seit 3 Wochen werkeln wir, die BesetzerInnen des ISW, an unseren Vorstellungen einer besseren Bildung, als sie derzeit Praxis ist. Dabei verbindet sich bei uns das Praktische, das einfach tun und etwas auf die Beine stellen, mit der Theorie, mit langen und zahlreichen Diskussionen darüber, wie etwas getan werden bzw. etwas sein sollte. Wie viele andere vor uns standen auch wir vor dem Problem, dass wir bei der Formulierung dessen, was das eigentlich ist, das uns an der aktuellen Bildungspraxis nicht passt und was wir dem als unser Ideal entgegenhalten wollen, wieder fast von vorne anfangen mussten. Zu kurzlebig waren die Studierendenproteste der Vergangenheit, und zu schnell wechseln sich die Generationen an der Universität ab. Die letzten 3 Wochen waren für uns also auch eine Suche nach Worten, mit denen wir unseren Unmut über die viel zu große Diskrepanz zwischen dem Ist und dem Soll der gesellschaftlichen Rolle der Hochschule und der Aufgabe von Bildung generell in Worte fassen können. Auch unsere Vorstellungen davon, wie linke Bildungspraxis sein sollte, unsere Ideale zu konkretisieren, bedurfte und bedarf immer noch weiteren Austausches und Denkens. Dieses Anliegen teilen wir also mit den VeranstalterInnen und TeilnehmerInnen dieser Konferenz. Bei der Frage nach einer Hochschule und einem Bildungsideal, die unseren Vorstellungen entsprechen, suchten wir auch in der Vergangenheit nach Antworten. Ein kurzer Blick in die Geschichte der europäischen Universitäten macht jedoch deutlich, dass sich dort nur spurenweise entdecken lässt, wonach wir Ausschau halten. Freiheit und Einsamkeit war das Ideal der Humboldtschen Universität. Frei von staatlicher Einmischung und von sozialen Zwängen sollten Studenten
und zwar tatsächlich ausschließlich männliche, lernen können und so zu selbstbestimmten Persönlichkeiten heranwachsen. Was gut klingen mag, hatte bereits der Idee nach einen entscheidenden Makel. Diese, einem vorgeblich universalistischen Humanismus entspringenden Werte, hatten nämlich nur für eine sehr exklusive Gruppe von Menschen Gültigkeit. Die Universität diente vor allem der Aufrechterhaltung der Herrschaft weißer, wohlhabender Männer und schloss alle anderen Personengruppen aus. Zudem erwies sich die Freiheit schnell als Illusion. Zu groß war das Interesse des Staates an willigen Dienern einerseits und die Furcht vor revolutionären Umtrieben andererseits. Und die Einsamkeit, in der sich die Studierenden zu unabhängigen Menschen entwickeln sollten, füllte sich sehr schnell mit Burschenschaften und nationalem Zusammengehörigkeitsgefühl. Es verwundert daher kaum, dass die Universität und ihre Mitglieder bereits sehr früh zu einer der Hochburgen der nationalsozialistischen Bewegung wurden. Aus Freiheit und Einsamkeit wurde Selbstunterwerfung und Volksgenossenschaft. Es folgte das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Der Aufschrei über den erschreckenden Widerspruch einer angeblich im Kern gesunden Universitätstradition und der Wirklichkeit von Hochschulen, die sich zu Handlangern einer Vernichtungsindustrie gemacht haben, erfolgte erst in den 1960er Jahren. Die Universitäten sollten nun in die Pflicht genommen werden, einen erneuten Rückfall in die Barbarei zu verhindern. Es wurden demokratische Entscheidungsstrukturen und eine Wissenschaft im Dienste des Menschen gefordert. Eine halbherzige Hochschulreform und ein Verfassungsgerichtsurteil später blieben die Bestrebungen der Studierendenrevolte auf halbem Wege stecken. Aber auch diese Studierendenrevolte taugt für uns nur sehr bedingt als Vorbild. Die immer noch zu kurz greifende Wissenschaftskritik, die nach wie vor extrem patriarchalen Denk- und Verhaltensweisen und vieles weitere verbieten es uns, ein zweites 68 zu wollen. Auch in der jüngsten Vergangenheit gibt es für uns und unsere Vorstellungen und Hoffnungen nur wenige Anknüpfungspunkte. Spätestens seit den 1990er Jahren scheint es nur noch eine einzige Stimme zu geben, die den Diskurs über die Bildungs- und Hochschulpolitik bestimmt, und diese Stimme fordert die unbedingte Rationalisierung der Universitäten. Angesichts der aufstrebenden Schwellenländer waren die bundesdeutschen Gruppen Hochschulen zu ineffizient, zu kostspielig und ihre Abgängerinnen zu schlecht für den Arbeitsmarkt verwertbar. Wieder einmal war die Rede von einer Bildungskrise. Durch Deutschland musste also ein Ruck gehen. Die Antwort auf diese Krise hieß unternehmerische Hochschule. Kunden und Produkte dieses Unternehmens sind die Studierenden, nunmehr in der Gestalt von vielen Unternehmerischen selbst. Hieß es bei Humboldt noch Freiheit und Einsamkeit, was, wie gezeigt, schon bedenklich genug ist, heißt es heute Gewerbefreiheit und Vereinzelung. Die eigentliche Bildungskrise aber zeigt sich nicht in einem schlechten Abschneiden bei der PISA-Studie oder den drohenden Verlust des Titels eines Exportweltmeisters, sondern in brennenden Flüchtlingsheimen, in Pegida, in der AfD. Die liberale Gesellschaft zeigt sich heute erneut als unfähig, die Bedingungen ihrer eigenen Existenz zu gewährleisten. Bevor wir überhaupt richtig erfassen konnten, was das fortschreitende Eindringen der kapitalistischen Logik in alle unsere Lebensbereiche und in die letzten Winkel unserer Köpfe für uns bedeutet, steht auch schon eine neue Bedrohung von rechts außen vor der Tür. In dieser Situation, in der das neoliberale Projekt zur Transformation der Gesellschaft und der Aufstieg einer neuen Rechten noch weitestgehend parallel verlaufen, stehen auch die Universitäten wieder vor einer historischen Alternative. Entweder werden sie sich ihrer Verantwortung als Teil der Gesellschaft bewusst und so zu Orten möglichen Widerstands, oder sie werden endgültig zu Institutionen, deren einzige Pflicht eine positive Haushaltsbilanz ist. Alles sieht danach aus, als würden die entscheidenden AkteurInnen in der Bildungspolitik letztere Alternative um jeden Preis durchsetzen wollen. Wir stehen kurz vor der Vollendung der Abwendung von jedem Bildungsideal, das mehr bedeutet als ein Fitmachen für den individuellen Kampf um ein bisschen privaten Wohlstand, das andere Kriterien für Erfolg hat als Employability und Drittmitteleinwerbung, das mehr im Menschen sieht als eine rationale Nutzenmaximiererin. Die Besetzung des ISW und selbstverständlich auch diese Konferenz sind auch als Symbol dafür zu sehen, dass es nach wie vor Menschen gibt, die nicht akzeptieren, dass die Debatte darüber, wohin es mit unseren Bildungsinstitutionen gehen soll, bereits abgeschlossen zu sein scheint. Und wenn man genau hinhört, will von denjenigen, die tatsächlich an den Unis lernen und lehren, kaum jemand die unternehmerische Hochschule. Es ist eigentlich alles andere als eine Randmeinung, dass die Bologna-Reform ein Fehler war und dass sie sogar ihre eigenen Versprechen nach mehr Mobilität, mehr Flexibilität und Transparenz im Studium nicht einlösen konnte. Zwischen Kritik und konkretem Widerstand besteht jedoch eine große Kluft. Revolutionär sein im Mittelbau bedeutet, mit ein paar Kolleginnen auf den verrückten Gedanken zu kommen, mal eine Woche lang nur so viel zu arbeiten,
wie im Arbeitsvertrag tatsächlich vorgesehen ist. Und es dann natürlich doch nicht zu tun. Eine radikale Reform des Widerstands ist bei den Bedingungen, unter denen der akademische Nachwuchs arbeitet und forscht, jenseits des Denkbaren. Diejenigen, die sich einen der wenigen gut bezahlten und unbefristeten Stellen an der Uni ergattern konnten, haben naturgemäß recht wenig Interesse daran, die bestehenden Zustände zu kritisieren. Doch auch dort, wo sie es dennoch tun, veranlasst der Widerspruch, den man als kritische Wissenschaftlerin auf einer W3-Professur leben muss, selten zu ernsthaften Anstrengungen der Ökonomisierung der Hochschule etwas entgegenzusetzen. Umso erstaunlicher, wenn es doch geschieht. Denn angesichts einer 90-Stunden-Woche, in der de facto Funktion einer Wissenschaftsmanagerin, ist selbst hier die Unmöglichkeit von Widerstand größtenteils strukturell bedingt. Und auch die Studierenden, die sich an der Besetzung des ISW beteiligen, sind vor allem diejenigen, die es sich leisten können. Es sind die Studierende, die nicht neben dem Studium noch Vollzeit arbeiten oder ein Kind erziehen oder ihren Abschluss um jeden Preis in Regelstudienzeit machen müssen. So sind mehr kritische Lehrinhalte natürlich wünschenswert, wenn aber selbst die Präsidentin der HU ganz ungeniert behaupten kann, dass auch sie sich selbstverständlich kritische Lehre wünscht, dann ist die wirklich wichtige Forderung eine andere. Das Studium müsste so aufgebaut sein, dass es allen erlaubt, ihren theoretischen Einsichten eine entsprechende Praxis folgen zu lassen und nicht nur denen mit reichen Eltern oder denen, die bereit sind, das Risiko einer gescheiterten Existenz auf sich zu nehmen. Regelstudienzeit, Modularisierung und zahlreiche Zwischenprüfungen zwingen die meisten Studierenden dazu, sich zwischen Studium und Politik entscheiden zu müssen. Und wer hier auf die Möglichkeit der Partizipation in der universitären Selbstverwaltung hinweist, macht sich nur lächerlich. Dass sich nur ein Bruchteil der Studierenden bei den Wahlen zu Gremien beteiligt, die nach einem Standesprinzip besetzt werden, verweist weniger auf eine selbstverschuldete Unmündigkeit als auf eine nüchterne Einschätzung der zunehmenden Bedeutungslosigkeit der traditionellen Entscheidungsstrukturen der Hochschulen. Entschieden wird nämlich nicht mehr im Fakultätsrat, sondern in den Dekanaten und im Präsidium, welche wiederum problemlos die Verantwortung auf die Landespolitik und im Zweifelsfall immer auf die ökonomische Notwendigkeit abwälzen können. Statt einer pseudodemokratischen Repräsentation wird uns neuerdings eine neue Form der Beteiligung angeboten. Über die Evaluation von Lehrveranstaltungen und der Beteiligung an Lehrkonferenzen sollen wir direkten Einfluss auf Uni und Studium ausüben können. Das nennt sich in der Sprache der KonstrukteurInnen der unternehmerischen Hochschule Meinungsforschungspartizipation. Über die Frage aber, ob und was aus den Meinungsäußerungen der Studierenden folgt, entscheiden selbstverständlich andere. Was für die Studierenden übrig bleibt, ist nicht mehr und eher noch ein bisschen weniger als das Recht einer Kundin. Bleibt noch die studentische Selbstverwaltung. Doch diese reduziert sich zunehmend auf die Bereitstellung von Dienstleistungen, die vielen das Studieren erst möglich macht, die aber von der Universität nicht übernommen werden. Durch das gesetzlich verankerte Verbot allgemein politischer Stellungnahmen sind die Asten gerade noch dazu geeignet, Geld an Gruppen und Organisationen zu geben, die handlungsfähiger sind als sie selbst. Wirksame politische Partizipation in der Hochschule ist für die Studierende im Rahmen der universitären Regeln nicht möglich. Ein Recht darauf einzufordern, heißt für uns daher notwendig, die Regeln zu brechen. Der bescheidene Beitrag, den wir, die BesetzerInnen des ISW, zu dieser Konferenz leisten können, besteht vielleicht in unserer Einsicht, dass sich eine kritische Bildungspraxis nicht primär über ihre Inhalte definieren lässt. Entscheidender ist, dass sie den Anspruch haben muss, über die an ihr beteiligten Menschen in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dieser Anspruch erfordert, dass auch die Reflexion über die Bedingungen dieser Wirksamkeit wesentlicher Teil kritischer Lehre sein muss. Dieser Anspruch erfordert auch, dass man sich aktiv für einen Abbau von Hindernissen einsetzt, die es Menschen unmöglich macht, politisch aktiv zu werden. Der Anspruch der BesetzerInnen des ISW ist es nicht und kann es auch nicht sein, einen Ort zu bieten, an dem jede Ungerechtigkeit abgeschafft ist. Diskriminierung jedweder Art, wie sie in der Gesellschaft verankert ist, findet sich auch in unseren Räumen wieder und verhindert allen gleichermaßen den Zugang zu diesen zu bieten. Genauso wenig machen wir uns die Illusion zu behaupten, unsere Vorstellungen einer kritischen Lehre und Wissenschaft mit unserem Programm zur Genüge und vollkommen umgesetzt zu haben. Wir wissen, dass unsere Vorstellungen einer anderen Bildungspraxis auch in den besetzten Räumlichkeiten nur bedingt umgesetzt werden können. Was wir jedoch bereits geschafft haben, ist ein Ort, an dem das gemeinsame Denken und Diskutieren nicht auf 90 Minuten, die Länge eines Seminars, beschränkt ist, sondern sich von morgens bis spät in die Nacht hindurchzieht. Was wir geschaffen haben, ist ein Ort, an dem die Grenzen zwischen Leben, Lernen und Lehren unscharf werden,
Ein Ort, an dem wir ein bisschen weniger innerlich zerrissen sind als sonst, an dem wir uns nicht ständig fragen, ob die Inhalte, mit denen wir uns gerade beschäftigen, uns innerlich zuwiderlaufen oder uns fragen müssen, ob sie auch später ökonomisch verwertbar sind. Ein Ort, an dem auf die Kritik und die Einsicht, dass man nicht offen für alle ist, sondern nach wie vor die Mehrheit der Menschen ausschließt, nicht einfach nur Betretenheit folgt, sondern geredet und diskutiert wird. Ein Ort, an dem tatsächlich gemeinsam der Entschluss gefasst werden kann, etwas an den vorhandenen, diskriminierenden Praktiken und Zuständen zu ändern und die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ein wenig zu verringern. Die BesetzerInnen des ISW haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie in der Lage sind, aus dem Stand heraus ein spannendes Programm aus verschiedensten Workshops, Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Filmvorführungen auf die Beine zu stellen. Sie haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, Räume, Finanzen und Lehre selbst zu organisieren. Wenn wir von Organisierung reden, dann nicht im herkömmlichen Sinne von Entscheidungsprozessen, die von oben nach unten ausgeführt werden, sondern von einer Organisierung, die den Anspruch erhebt, basisdemokratisch und möglichst frei von Hierarchien zu sein. Entscheidungen werden nicht in Chefinnenetagen getroffen, sondern in Vollversammlungen, in denen alle Anwesenden ein gleiches Stimmrecht haben. Meinungen und Bedenken werden nicht überstimmt, sondern es wird in lang andauernden Diskussionen nach einem Konsens, und sei er noch so klein, gesucht, dem alle zustimmen können. Verschiedene Arbeitsgruppen kümmern sich um die verschiedensten Aufgabenbereiche und bilden so ein Netz an gleichwertigen EntscheidungsträgerInnen, die die Besetzung und ihre politischen Ziele aufrechterhalten und weitertragen. Was hier de facto geschaffen wurde, ist ein autonomes Institut, das über die Universität und hochschulpolitische Themen hinaus wirken kann. Ein autonomes Institut, in dem nicht nur Studierende, sondern gemeinsam mit Nichtstudierenden und politischen Gruppen, wie zum Beispiel den MieterInneninitiativen Berlins, Politik gemacht wird. Ein Institut, in dem es gewagt wird, Bildung und Stadt jenseits ökonomischer Zwänge zu denken und in dem eine Hochschule möglich erscheint, in der Lernen und Lehren nicht reduzierbar ist auf Workload, Credit Points, Module und Portfolioprüfungen. Hier bekommt man ein Bild davon, wie eine Universität aussehen könnte, die für gesellschaftliche Bedingungen kämpft, in der sie selbst abgeschafft werden kann. Vielen Dank. Das war übrigens eine Einladung. Ja, vielen herzlichen Dank. Bevor ich jetzt Stefan die Moderation des Podiums übergebe, wollte ich nochmal Danke sagen und alle aufrufen, die hier in dem Raum sind und auch die zuschauen vielleicht, wenn ihr irgendeine Idee habt, wenn ihr irgendwelche Sachen könnt, die dorthin passen, sprecht es mit den Leuten ab, geht vor Ort dahin, unterstützt die Leute, das ist ein Riesenaufwand und ihr habt gerade gehört, warum das so schwierig ist, das so überhaupt neben dem Alltag zu organisieren. Wir werden das auch versuchen, ich persönlich, andere auch. Wir von der Tagung aus werden immer wieder darauf hinweisen, es gibt ja praktische Ansätze, in denen Theorie und Praxis anders verbunden werden. Ich wollte euch nur noch mal dazu aufrufen. Und jetzt freue ich mich auf ein spannendes Podium. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob die Technik hier funktioniert. Ja, klappt. Auch von mir noch mal einen herzlichen Dank an euch beiden. Ich finde es total super, dass ihr hier gewesen seid. Denn das zeigt noch mal, dass diese Tagung hier nicht eine Tagung sein sollte, wo wir abgehobene bildungstheoretische Diskussionen führen, sondern dass es hier um eine immanent politische Veranstaltung geht und dass es einen Zusammenhang zwischen Bildungspolitik und Gesellschaftspolitik geht. Das soll sozusagen das leitende Thema dieser Tagung und auch des Podiums hier werden. Mein Name ist Stefan Kalmring. Ich bin Referent für politische Weiterbildung in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nur ganz kurz, die Weiterbildung ist eine Einheit in der Akademie für politische Bildung hier, wo man akteursorientiert so Dinge lernen kann, wie politische Strategiebildung, Netzwerkbildung, Kampagnen und so weiter funktionieren. Bevor ich unsere beiden Referentinnen vorstelle, sage ich vielleicht noch zwei, drei Worte zur Intention, die wir mit dem Podium hier am Anfang des Workshops verbunden haben. Wir wollen hier mit euch den Zusammenhang von Bildung, Emanzipation und Gesellschaftsveränderung diskutieren und auch, warum Bildungspolitik, Gesellschaftspolitik und Bildungstheorie Gesellschaftstheorie sein sollte. Normalerweise wird Bildung auf bestimmte Spezialdisziplinen verwiesen, wie Pädagogik, Bildungssoziologie etc. und auch auf bestimmte Institutionen wie Schule oder Hochschule. Wir von der Vorbereitungsgruppe glauben, dass wenn man das macht, dass man Bildung dann bestimmte Dimensionen nimmt, die ihre eigentliche kritische und gesellschaftsverändernde Kraft ausmachen. Bildung ist immer eine Bildung von konkreten Individuen und damit von sozialen Akteuren, aber auch von Kollektiven, Allianzen und so weiter.
Das heißt, Bildung hat immer eine gesellschaftliche Dimension und ist auch immer auf die Gesellschaft als Ganzes, auf die Gesellschaft als Totalität bezogen. Deshalb kann auch Bildungstheorie nur Gesellschaftstheorie sein und Bildungspolitik Gesellschaftspolitik. Zudem ist, wie Jannik vorhin ausgeführt hat, Bildung auch immer was Widersprüchliches. Das ist, auf der einen Seite ist Bildung immer mit dem Emanzipationsversprechen verbunden. Ihr kennt zum Beispiel die Parole sicherlich aus der alten Arbeiterbewegung, Wissen ist Macht, wo das nochmal sozusagen auf den Punkt gebracht werden sollte. Aber Bildung ist halt auch immer in Herrschaftsverhältnisse, Race, Class und Gender immanent eingebettet und meistens auf Institutionen verwiesen, die im Sinne dieser Herrschaftsverhältnisse auch selektieren und disziplinieren. Das gilt es kritisch zu reflektieren mit einem Bildungsbegriff, der halt auch Gesellschaftstheorie umfasst. Wie die Vorredner auch schon gesagt haben, kann man aber eigentlich einen kritischen Bildungsbegriff auch nur entwickeln in der Auseinandersetzung mit hegemonialen Bildungsvorstellungen. Das wäre natürlich der neoliberale Bildungsbegriff, den ihr vorhin schon so schön deutlich gemacht habt. Wir können uns nur einen eigenen Begriff aneignen, indem wir uns davon absetzen und diese Kolonisierung von Bildung durch den Neoliberalismus irgendetwas entgegensetzen. Es ist also nicht ganz irrelevant, mit welchem kritischen Bildungsbegriff man sich auseinandersetzt und auf wessen Schultern man sich dabei setzt. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier zwei wichtige in der linken und kritischen Bildungsdebatte hier für das Podium gewinnen konnten. Ganz außen sitzt Maria Domar Castro-Varela. Jetzt passiert hier gerade was. Die Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule ist und intensiv zu den Themen Postkolonialismus, kritische Migrationsforschung, Gendertheorie, Rassismustheorie und eben gerade auch Bildung gearbeitet hat. Viele von euch kennen wahrscheinlich ihre Einführung in die postkoloniale Theorie, die gerade in jeder besseren Buchhandlung zu finden ist. Dann ist hier noch Alex Demirovic ebenfalls mit auf dem Podium. Alex Demirovic ist Fellow hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat auch in ein ganzes breites Spektrum von Themen immer wieder kritisch interveniert, von Staatstheorie, Demokratietheorie, Demokratie in der Wirtschaft, aber eben gerade auch in das Feld von Bildung. Es ist vor einigen Monaten ein Buch von ihm erschienen, wo er den neoliberalen Umbau der Universitäten noch mal kritisch reflektiert. Ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Ich hoffe, dass ihr inhaltlich so nah seid, dass wir eine gute Diskussion zwischen euch hinkriegen, aber auch so weit auseinander, dass es Reibungen geben wird. Wir haben uns jetzt einen folgenden Ablauf überlegt. Alex wird starten mit einem Input von ungefähr 30 Minuten, wird etwas über den Zusammenhang von Bildung und Gesellschaft erzählen und auch über das, was der Neoliberalismus auf dem Feld der Bildung in den letzten Jahren so angerichtet hat. Dann werden wir eine kurze Aneignungsphase, die Ines anleiten wird, hier im Plenum machen. Danach wird Maria eine Kommentierung von etwa einer Viertelstunde machen. Dann kommt auch noch mal eine Aneignungsphase und dann gehen wir direkt in die Diskussion zwischen uns und dem Plenum sozusagen über. Alex, du hast das Wort. Ich habe Kärtchen, die halte ich dann hoch, falls du zu lange. Also die Aufgabe, die mir gestellt war, die du ja gerade hier auch nochmal angedeutet hast, ist Bildung, was ist Bildungstheorie als Gesellschaftstheorie, Bildungspolitik als Gesellschaftspolitik, und dieses Thema lehrt einen ja Demut, weil das ist so gewaltig, ja. Und nach dem, was ihr alle schon gesagt habt und insbesondere ihr mit euren, finde ich, toll ausgearbeiteten Überlegungen, bin ich noch demütiger, weil ich jetzt eigentlich den Eindruck habe, dass ich gar nichts mehr wirklich weiter sagen müsste, weil die wesentlichen Gesichtspunkte der Diskussion aus meiner Sicht eigentlich genannt sind. Also besteht das, was ich jetzt sage, aus ein paar, wie kann man sagen, autoritätsheischenden Hinweisen auf den Mann unter diesen Leuten, die dieses Türmchen gebaut haben, ja, dass ich nämlich sagen will, ja, wir haben gute Riesen auf deren Schultern und meinetwegen auch auf deren Kopf und in deren Gehirnwendungen wir sozusagen uns bewegen und weiter denken können und sollten.
Und ja, und ich finde, vielleicht auch noch so viel, ihr habt es schon sowieso so toll formuliert, so vieles, was zu dieser ganzen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte zu sagen ist, wobei man sagen muss, es war davor gar nicht so viel besser. Ja? Und das führt mich unmittelbar zu einem der Riesen, auf die ich mich beziehen will. Ich wollte den Satz erst später bringen, aber ich bringe ihn jetzt schon, weil es eben so wunderbar zu euren Überlegungen passt, was nämlich Adorno schon 1959 gesagt hat: Maß des neuen Schlechten ist Einsicht das Frühere. Ja, also Maß des neuen Schlechten ist das Frühere. Und das war auch schon schlecht. Aber im Lichte dessen, was wir erlebt haben, schien uns das, was davor war, auch schon noch mal besser. Also, aber das ist keine Verfallsgeschichte, sondern es zeigt, wie sich sozusagen die Probleme von Herrschaft und Bildung und das, was ihr ja auch ausgesprochen habt, instrumentellem Verhältnis zu Bildung, sozusagen auch sich immer wieder auf neuer Stufenleiter reproduziert. Und gleichzeitig zeigt sich auch, finde ich, durch eure Besetzung und durch euren Vortrag, dass ihr eigentlich eure Diagnose schon dementiert habt, weil ihr habt schon so analytisch und theoretisch und politisch klug gesprochen, dass ich finde, das ist schon ein Modell, ja, also im Ganzen auch im Sinne von Adorno, nämlich, dass wir sozusagen wirklich nach vorne denken können und es auch immer wieder Initiativen gibt und solche Besetzungen einen ungemein beschleunigten Lern-, Bildungs-, Erfahrungsprozess beinhalten. Und ich möchte der Stiftung dann an dieser Stelle als Fellow, ja, und als jemand, der hier auch für Wissenschaft zuständig ist, empfehlen, auch noch andere Gruppen wie ihr hier zusammenzubringen, dass es einen Austausch gibt, weil es gibt diese Gruppen nicht nur an der HU, es gibt sie an anderen Hochschulen und ich glaube, dass es würde, wie kann man sagen, das Befeuern, Beflügeln, Dynamisieren diesen Prozess. Also finde ich, ist das schon ein sehr, sehr guter Impuls. Also ich habe schon gesagt, dass ich finde, dass es wirklich schwierig ist, auf dieses so komplexe Thema und die vielen Gesichtspunkte, die damit verbunden sind, wirklich ausführlich oder eingehend und was zu sagen. Ganz unvermittelt will ich also ein wesentliches Motiv in der Tradition der kritischen Gesellschaftstheorie ansprechen. Ja, also eben die Riesen, mit denen wir hier zu tun haben und auf deren Schultern wir oder Köpfen wir uns bewegen. Sie alle kritisieren, dass Menschen nicht nur ungleichen Zugang zu den Möglichkeiten der Bildung haben, sondern sie vertreten darüber hinaus und grundsätzlicher, dass die Reproduktion der Bildungsungleichheit ein wesentliches Moment der Reproduktion von Herrschaft in kapitalistischen Gesellschaften ist. Wie wir wissen, besteht diese Herrschaft aus einem komplexen Bündel von Strategien und zielt auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Kopf- und Handarbeit, auf die männliche Dominanz in Ausbildung, Beruf und Wissensverfügung über Frauen, auf die zivilisatorische Überlegenheit der Autochtonen und Weißen über alle die anderen. Die Berufung auf Vernunft, Wissen, Aufklärung, Universalität, Bildung war über die Jahrhunderte eine der zentralen Machtpraktiken im Verhältnis zu Arbeiterinnen, zu Frauen, zu Menschen, die aus rassistischen Gründen als zu gefühlsbestimmt oder intellektuell zurückgeblieben oder als partikularistisch gelten konnten. In allen diesen Fällen konnte behauptet werden, sie seien nicht vollständige und vollwertige Menschen, vielleicht nicht mal Menschen, müssten geführt und belehrt werden. Gleichwohl, so der Einwand, könne doch eben nicht erwartet werden, dass sie jemals ein hohes zivilisatorisches Niveau erreichen würden, wie es für die Elite, ein Begriff, der direkt in diesen Zusammenhang gehört, die Elite gelten sollte.
den Vertreterinnen der kritischen Gesellschaftstheorie, die Vertreterinnen der kritischen Gesellschaftstheorie zweifeln also grundsätzlich an einem solchen Naturalismus solcher gesellschaftlicher Asymmetrien, also sind eigentlich für Bildung als einen Prozess der Veränderungsmöglichkeit der Individuen, der Zusammenhänge, in denen wir uns sozusagen verständigen, kooperieren. Es geht ihnen um solche gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen die Menschen gemeinsam miteinander ihre Freiheit und ihre Möglichkeiten entfalten. Freiheit wird nicht in der Natur vorgefunden, wie das in der naturrechtlichen, modernen, bürgerlichen Tradition gesehen wird, und durch Gesellschaft dann begrenzt im liberalen Staat. Reichtum besteht nicht in Waren, Geld und dem Kommando über fremde Arbeit. Freiheit ist vielmehr etwas, was wir gemeinsam miteinander in unserer Kooperation herstellen und zu der wir uns wechselseitig in immer größerem Maßstab befähigen. Freie Entwicklung einer jeden Person durch die freie Entwicklung aller anderen, wie es im Manifest der Kommunistischen Partei heißt. Wenn wir über Bildung sprechen, dann meinen wir also nicht oder nicht vorrangig Erziehung, Ausbildung, Einübung, Lernen, Wissenserwerb, derart, dass es um die Herstellung eines wahren Körpers geht, also eines Körpers, der sein Arbeitsvermögen fixiert zur Identität, um ihn auf dem Markt als wahre Arbeitskraft besser vermarkten zu können. Ja, es geht also nicht um diesen Punkt, es geht auch nicht um die Bildung von Geist, wie das in der neuhumanistischen Tradition in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert praktiziert wurde, mit Gymnasium, humanistischer Schulbildung und dann Universität und den genannten Burschenschaften, die sozusagen gleichsam die Krönung der deutschen Geisteskultur mit dem Schwert in der Hand verkörpert haben. Ja. Also es geht nicht darum, dass Menschen sich gelingend in vorbestimmte Funktionen einfügen, dass sie sich integrieren oder zu einem funktionierenden Bestandteil der gesellschaftlichen Arbeitsteilung einfügen. Also eben das, worum es ja oftmals geht, die Formierung, die Fixierung auf einen Beruf und damit sozusagen der Erwerb einer Identität, eines Kompetenzprofils für ein ganzes Leben lang. Was sind wir dann? Bin der und der oder die und die mit diesem Beruf. Das wird sozusagen zu unserer festen, geronnenen Identität, die Marx schon in der deutschen Ideologie so entschieden kritisiert. Wird also einmal die bornierte bürgerliche Form des Reichtums abgestreift, was ist dann der Reichtum anderes, und jetzt zitiere ich Marx aus den Grundrissen, als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen. Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, die der sogenannten Natur sowohl wie seiner eigenen Natur. Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen ohne andere Voraussetzungen als die vorhergegangene historische Entwicklung, die diese Totalität der Entwicklung, das heißt der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, nicht gemessen an einem vorhergegebenen Maßstab zum Selbstzweck macht, also Entwicklung aller menschlichen Kräfte, ohne an einem vorgegebenen Maßstab das zu messen. Das scheint mir ein ganz wichtiger, interessanter Gesichtspunkt. Wo er sich nicht reproduziert in seiner Bestimmtheit, sondern seine Totalität produziert. Nicht irgendetwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens ist. Diese Formulierung auch ist mir wichtig, absolute Bewegung des Werdens. Meiner Ansicht formuliert Marx hier ein wesentliches Ziel gesellschaftlicher Entwicklung,
die aller menschlichen Kräfte als Selbstzweck und ohne vorgegebenen Maßstab eine absolute Bewegung des Werdens. Die Verhältnisse, unter denen sie leben, werden von den Menschen selbst nach ihren Maßstäben gestaltet, die sie universell gemeinsam im gemeinsamen Zusammenleben finden oder entwickeln. Diesen dynamischen Prozess bezeichnet Marx an anderer Stelle als eine Erziehung der Erzieherin selbst. Er meint damit die Einheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, in der die Menschen durch die Umstände erzogen, die Umstände aber durch die Menschen gestaltet werden. Es handelt sich um einen allgemeinen, einen umfassenden Prozess der Erziehung, der nicht auf eine besondere Lebensphase, ein institutionelles Lernverhältnis oder einen privilegierten Habitus begrenzt ist. Die absolute Bewegung des Werdens schließt die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Gesamtheit ein und verlangt Offenheit. Jene historischen Voraussetzungen müssen zurückgewiesen, die unsere Gesellschaften fundamental gliedern. Die Unterscheidung von Einfachen und Gebildeten, von Laien und Klerikern, von denen, die mit dem Kopf und denen, die mit der Hand arbeiten, von oben und unten, von innen und außen, von entwickelt und primitiv. In dieser Spannung eines zukünftigen Reichtums der Verwirklichung, der Selbstverwirklichung, ganz problematischer Begriff und dennoch, und eines Privilegs und einer Praxis der Erhaltung von sozialer Herrschaft, bewegt sich der Begriff der Bildung. In diesem Sinn möchte ich jetzt im Folgenden noch ein bisschen weiter auf diese Riesen eingehen. Und dann dachte ich, das passt auch so ein bisschen zu der Gliederung. Die Riesen, die sind ja in unserem Fall ein großer Riese Gramsci, ein großer Riese Adorno, ein kleiner Riese, vielleicht nicht mal ein Riese Bourdieu. Dennoch, ja, um meiner kleinen Skepsis gegenüber Bourdieu zu... ich habe ja gesagt, wie lange habe ich gesprochen? Du hast noch eine Viertelstunde. Okay, gut. Ich will gerne diesen Punkt würde ich gerne noch ein bisschen ausführen und dann auf Aspekte auch der aktuellen, eben auch der Hochschulentwicklung, dann noch ein bisschen zu sprechen kommen. Weil was mich interessiert, ist dieser Gesichtspunkt, den Gesichtspunkt stark zu machen für unsere gemeinsame Diskussion, dass wir uns wirklich diese zentrale Kritik noch mal vor Augen halten, dass es ja all diesen Autoren, auf die ich mich jetzt gerade so bezogen habe, ja, also sehr deutlich um einen Gesichtspunkt geht, nämlich, dass alle Intellektuelle sein können und es auch tatsächlich die gesellschaftlichen Verhältnisse derart unter diesem Gesichtspunkt reorganisiert werden sollten und müssten, dass es möglich ist, dass alle genau diese Art des Zugangs zum Universellen haben und diese universellen Praktiken auch selbst verfolgen können. Das heißt, die Überwindung der Trennung von Kopf- und Handarbeit als eine der zentralen Gesichtspunkte. Eine Frage, die uns natürlich dann auch im Weiteren beschäftigen muss, ja, wie das unter heutigen Verhältnissen sich sozusagen reorganisiert. Aber ich glaube, dass das für die Frage, mit der wir zu tun haben bei der Bildung, zentral ist, denn es geht diesen Autoren, ja, in dem Fall, darum, dass alle Intellektuelle werden sollten und das nicht in Berufskategorien, sondern in der Fähigkeit, sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen sie leben, soweit es irgend geht, auf dem historischen Stand der Möglichkeiten anzueignen. Es geht also nicht um Aufstiegsmobilität, dahin kommen, wo Herrschende schon sind. Es geht auch nicht darum, bestimmte Berufe zu erlangen, von denen die Familie in ihrer Arbeiterinnen- oder Bäuerinnen-Existenz bisher ausgeschlossen war. Ja, Philosophen, Ökonomen, Juristen oder Politiker oder
das eine Kind, der eine Sohn, der dann Pfarrer wird, ja, so wie das lange Zeit eben Tradition war, oder das eine Kind, was dann Lehrer wird und zu dem dann die Familie aufschaut. Das ist ja eines der Lieblingsbeispiele von Gramsci, ja, ein Kind im Staatsapparat unterbringen, dass ein Kind wenigstens versorgt ist. Also es geht nicht um solche Aspekte, die letztlich dazu beitragen, dass Herrschaft, dass man Teil hat an der Herrschaftsreproduktion. Ja? Es geht darum, die gesellschaftliche Arbeitsteilung so zu verändern, dass auch der Begriff von Intellektualität sich ändert. Nämlich Intellektualität, die in der Kooperationsfähigkeit, in der Aneignung von Natur, in dem allgemeinen, im universellen Verständnis dieser Aneignungspraktiken besteht. Und damit, und das wird sicherlich morgen dann auch ein Gegenstand dieser Diskussion werden, das ist natürlich ein Bildungsprozess, der die Individuen ganz massiv betrifft und der sozusagen, wenn wir das überhaupt schon in irgendeiner Weise in unserer Gesellschaft erfahren können, tatsächlich ein bisschen die positive Erfahrung auch der Universität ist. Nämlich, dass wir die Erfahrung machen, dass Bildungsprozesse uns, und das ist der tiefere Sinn von Bildung, uns selbst verändern. Dass wir das, was wir denken, was wir fühlen, dass wir durch die Bildungserfahrung in dieser Hinsicht, in diesen Dimensionen einer tiefgreifenden Veränderung sozusagen unterworfen sind und uns sozusagen diese Bildungserfahrung rausreißt aus sozusagen der Provinzialität unseres eingeübten Denkens, aus den Selbstverständlichkeiten, in denen wir eben sozusagen groß geworden sind oder, was ja wichtig ist, in die wir uns eingepasst und angepasst haben, also die Zumutung des Konformismus, so zu denken, wie es üblich ist, zu denken, so zu fühlen, wie es üblich ist, zu fühlen. Das heißt mit anderen Worten für Gramsci, dass wir unsere eigene bizarre Art zu denken in Frage stellen, alle möglichen Verwerfungen in unserem Denken, in unserem Fühlen, ja, in Frage stellen, weil es uns passiv macht, konformistisch macht, uns entmutigt, uns einfügt und insofern die Bildungserfahrung ganz zentral ist, ja, uns aus dieser Art und Weise herauszuführen, dass wir in unseren Gefühlen und unseren Denkmustern oftmals noch wie Höhlenmenschen sind. Ja? Und ich könnte jetzt viele Beispiele auch meiner Erfahrung mit Studierenden erzählen, ganz elaborierte, tolle soziologische Theorie zu machen. Und dann geht man in die Kneipe oder auch mit Kollegen. Dann geht man in die Kneipe, damit es nicht nur Studis sind. Und dann denkt man, man hat wirklich mit Höhlenmenschen zu tun. Weil man plötzlich kommunikative und soziale Zumutungen erfährt, wo man denkt, wie ist das mit dieser komplexen und sensiblen Denkweise gerade vorher noch beim Vortrag und nach dem Vortrag denkbar. Ja? Und Sie alle, also wenn ihr Studierende seid, kennt ihr das, also hat mir eine Leipziger Studentin aus einer Jura-Vorlesung für Familienrecht, sie will nicht sagen, dass Familienrecht sozusagen der entwickelste intellektuelle Stand unserer Gesellschaft ist, weiß Gott nicht. Aber das ist natürlich interessant, wenn ein Professor für Familienrecht sich nicht enthalten kann, in der Vorlesung die ganze Zeit schmierige Witze über Frauen zu machen. Ja? Oder wenn ein Maschinenbauprofessor an der TU signalisiert, dass er der Meinung ist, dass Frauen im Maschinenbau nichts zu suchen haben. Ja? Dann kann man sagen, das sind einfach ja, unanständige Dinge. Ja? Mal blödes und kurze Formulierung für ein langes Argument. Und worum es also geht, ist sozusagen auf der Basis der historischen Möglichkeiten, der Begriffe, der Erfahrung unseres Wissens, diese Wirklichkeit umzugestalten und kohärent zu machen. Ja? Und das ist natürlich sehr voraussetzungsvoll. Wir wissen so viel, was an dieser Welt falsch ist. Und es ist natürlich erforderlich,
diese Erfahrungen, diese Möglichkeiten unserer Selbstveränderung zu blockieren, zu verhindern, sodass es eben nicht zu dieser Umgestaltung kommt. Das ist ein Punkt, der, also ich will jetzt an dieser Frage, also ich will ich sozusagen auch noch ein bisschen weiterdenken. Da spielt für mich jetzt der Bezug auf Adorno eine große Rolle. Aber ich habe ja zunächst mal, wollte ich ja deutlich machen, dass alle diese drei mehr oder weniger großen Riesen, ja, die Vorstellung haben, dass es notwendig ist, den Kampf um den Zugang zum Universellen, zum Universalitätsprinzip zu führen und zu ermöglichen. Das ist ja wichtig. Nicht aufgeben, sich nicht bescheiden, nicht klein beigeben, sondern diesen Kampf um die großen Begriffe, um das Universelle führen, also den Zugang. Und damit auch die Privilegienstruktur unserer Gesellschaft anzugreifen. Also es verpflichtet dieses Privileg, und ich meine, ihr habt ja, finde ich, ein wunderbares Beispiel mit eurem Vortrag dazu gegeben, dieses Privileg dieser Ausbildung, dieser Möglichkeiten zu studieren, der Zugang zu diesen Begriffen, die geben auch die Möglichkeit, ja, genau diese Privilegien zu analysieren und zu kritisieren. Und ich sage das, weil das sehr häufig auch der Fall ist, zu denken, man findet das, und gerade in der deutschen Tradition ist es voll, zurückzugehen auf Erfahrung, auf Lebensphilosophie, ja, also weg von den Begriffen. Nein, es geht genau darum, durch die Analyse, durch die Erkenntnis des Universellen, das Universelle für alle zu ermöglichen. Okay, jetzt habe ich nur noch 5 Minuten und ich habe ja schon angedeutet, dass ich eben mit Adorno das so ein bisschen weiterdenken will. Das fällt jetzt eben ganz kurz aus, aber vielleicht kann ich es in der Diskussion noch nachholen, dass nämlich tatsächlich ja einer der ganz starken Gesichtspunkte von Herrschaft ist, Menschen daran zu hindern, dass sie den Zugang zu diesen Begriffen, zum Universellen und zu diesen Gefühlen bekommen. Und das ist, wenn ich das jetzt eben auch mal ganz kurz zitieren darf, weil ich das wirklich beeindruckend finde, weil Gramsci und Adorno an diesem Punkt uns wirklich wichtige Überlegungen mitteilen, dass nämlich Gefühle etwas sind, was ganz intellektuell ist. Ja, also wir sollten uns nicht bieten lassen, Gefühle gegen Denken und Begriffe auszuspielen. Ich zitiere das. Was intellektuell genannt wird, ist meist nur das, was die Arbeit und Anstrengung des Gehörs, was Kraft der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses, was eigentlich Liebe verlangt, also Gefühl. Und das ist wichtig. Intellektuell zu denken heißt, sich bereit erklären, die Vernunft, die Aufklärung, die Begriffe in ihrer ganzen Differenziertheit wirklich auch emotional zu besetzen. Also wie der erste große Aufklärer Spinoza sagt, die Liebe zur Wahrheit. Es ist eine Liebe. Ja? Das heißt, Gefühl und Denken hängen sozusagen in einer Einheit zusammen. Ja? Und Menschen können manchmal schon das Gefühl dieser Wahrheit haben, aber sie haben noch nicht den Begriff dafür. Und das ist genau auch ein Moment von Herrschaft. Sie haben auch manchmal schon die Ahnung dessen, was eigentlich anders sein müsste, aber sie haben die Zeit nicht, die begrifflichen Mittel nicht, genau diese Ahnung zu einem kohärenten Verständnis ihrer Lebenssituation zu gestalten. Also die Überlegung von Gramsci. Wenn ich jetzt, weil es nur noch 3 Minuten sind vermutlich, ja, will ich eine Schlussfolgerung daraus ziehen, damit ihr seht, wie meine Position auch zu diesen aktuellen Entwicklungen sind. Weil ihr habt diese Entwicklungen, finde ich, so gut beschrieben, dass ich dann vieles gar nicht mehr sagen muss und ihr jetzt auch gar nicht könnt. Ich will nur einen zentralen Gesichtspunkt deutlich machen. Aus meiner Sicht geht es nicht um Vermarktlichung und Ökonomisierung und Verbetriebswirtschaftlichung
dieses Bereichs von Wissenschaft oder Bildung. Aus meiner Sicht ist das nicht der Hauptgesichtspunkt. Ja? Ich betone das, weil das nahelegt, als hätten wir hier schon gutes wissenschaftliches Wissen und gute Bildung, gute Begriffe, die sozusagen von außen kommt, durch Ökonomisierung, Verbetriebswirtschaftlichung sozusagen um ihre Qualität gebracht werden. Aber so ist das nicht. Ihr habt es völlig richtig auch schon angesprochen. Die Universitäten und das, was da gedacht wird, ist zum großen Teil Teil eines herrschaftlichen Wissensprozesses. Und was wir jetzt, das ist jetzt meine Sicht, ich stelle das zur Diskussion und wir werden das sicher dann auch weiter vertiefen, heute, morgen, auch bei den nächsten Malen. Wenn man sich klar macht, dass wir heute in den Universitäten und den Hochschulen über 50% eines Jahrgangs ausbilden und dass wir von 68 her die Erfahrung einer wirklichen Kulturrevolution gemacht haben, einer so tiefgreifenden Kritik der Herrschaftszusammenhänge unserer Gesellschaft, dann müsst ihr überlegen, was das bedeutet. Es ist eine komplette Demoralisierung der herrschenden Klasse. Ja, weil es bedeutet, dass ihre Kinder, die alle in diese Hochschulen müssen, und dass die Kinder der Mittelklasse und der paar Arbeiterkinder, dass sie, ne, die sind ja nicht viele, ne, 7% und das hat sich nicht verbessert, ja, dass die alle den Zugang haben könnten zu diesem radikalen Wissen. Würden jetzt alle, ja, sagen wir mal 2,5 Millionen Studierende in Deutschland so sprechen wie ihr in eurem besetzten Institut, was denkt ihr, was hier los wäre in Deutschland? Ja? Ich meine, dann hätten wir, ja, ich weiß, er hat mir das ja gesagt. Also wir haben diese Situation, dass es eine dramatische Verwerfung geben würde und das bedeutet, man muss das Wissen und den bildungs- und wissenschaftlichen Prozess von innen her kontrollieren. Und das ist der Umbau. Wirtschaftsnah und wirtschaftsgemäß waren die Universitäten über all die Jahrzehnte immer. Das heißt, es sind immer Anpassungsprozesse an die kapitalistischen Verwertungsprozesse. Die Verwertungsprozesse verändern sich, die verlaufen anders. Die Universitäten und Hochschulen werden umgebaut. Aber es geht immer auch darum, das Führungs- und Herrschaftspersonal zu gewinnen und auszubilden und zu verhindern, dass diese Menschen nicht mehr Richter werden, nicht mehr Staatsanwälte, ja, sondern sagen, nee, warum soll ich diese Tätigkeit mitmachen auf der Seite herrschender Macht? Vielen Dank. Vielen Dank, Alex. Stefan hat es vorhin so ein bisschen hochgehangen, von wegen, es gebe jetzt eine Aneignungsphase. Das ist in gewisser Hinsicht richtig, denn wir wollen euch wenigstens kurz die Gelegenheit geben, die vielen Gedanken, die Alex aufgeworfen hat, denen so ein bisschen nachzuhängen, und zwar mit euren Sitznachbarinnen und Sitznachbarn. Das heißt, wahrscheinlich kennt ihr vielleicht sogar die, die direkt neben euch sitzen. Wenn nicht, ist es umso spannender, weil das natürlich auch eine Tagung ist, zum Kennenlernen und zum Vernetzen. Wir wollen euch bitten, jetzt euch auszutauschen, zu murmeln, 3 Minuten lang, überlegen, welche Gedanken hängen euch so nach und geben sich vielleicht auch Fragen daraus. Genau, dann kommen wir jetzt zum Kommentar von Maria, so etwa auch eine Viertelstunde. Danach habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, euch auszutauschen und dann gehen wir in die Diskussion. Okay, dann starte ich. Ist ja nicht, doch, es ist irgendwie einfach und auch nicht so einfach, darauf jetzt mit einem Kommentar zu reagieren und auch mit der Hälfte der Zeit. Das ist ein bisschen unfair, ne? Aber gut, Hälfte der Zeit. Aber ich dachte immer bei Riesen, und weil die alle weiß sind, denke ich immer so am weißen Riesen, ne? Das war so eine Waschmittelwerbung. Und vielleicht geht es auch darum, dieses Weißwaschen auch mal anzusprechen und zu sagen, wer sind eigentlich unsere Riesen, warum sind das unsere Riesen und was ergibt sich daraus, wenn das
die einzigen Riesen sind, auf die wir uns dauernd beziehen. Welches Wissen, in welcher Art und Weise wird da immer wieder auch reproduziert? Ich bin nicht prinzipiell gegen ein kritisches Wissen, was auf Marx und Adorno rekurriert, aber ich bin für ein Wissen, das auf Marx und Adorno und auch Gramsci rekurriert und dabei auch ihre Lücken, auch ihre ethischen Lücken, auch ihre problematischen Punkte auch reflektiert, die Teil auch sind, das vielleicht Scheitern dessen, was ihr genannt habt, der 68er-Bewegung, weil es war vielleicht da auch ein Problem, auf wen und ausschließlich auf wen haben eigentlich diese Gegenbewegungen sich auch bezogen, ohne selbstkritisch darauf zu achten, was damit auch reproduziert worden ist. Was ganz klar ist, was wir mit Marx und Adorno und anderen weißen Riesen durchaus klarstellen können, ist, wie wichtig kritisches Wissen ist und wie wichtig auch Bildung ist. Und für mich als eine Person, die in einer Hochschule für soziale Arbeit und Pädagogik und Gesundheitswissenschaften lehrt, ist es schon auch interessant zu sehen, was für eine Dequalifizierung zum Beispiel Wissensvermittlung über die Jahre auch erfahren hat. Also wenn man heute sagt, ich bin Lehrerin, das kann man auch machen, ne? Kann auch andere Dinge machen, aber Lehrerin kann man auch sein. Und gar nicht mehr gesehen wird, was für eine politische Praxis eigentlich Bildung ist und wie und in welcher Weise, und ich glaube, das müsste noch mal genauer analysiert werden, bestimmte Gruppen von Bildung ferngehalten werden. So dass dieser Begriff der Bildungsferne eigentlich falsch ist, sondern wir müssten dann schon von einer aktiven Bildungsentfernung dann auch sprechen. Und dann müssen wir aber auch über die Gruppen sprechen, die von Bildung entfernt werden. Und das können wir nicht ausschließlich tun, indem wir immer nur in unseren kleinen Kontext gucken, wo man denkt, kritische Bewegung ist nur Europa oder nur Deutschland oder nur Berlin, für manche sogar nur Kreuzberg. Also es gibt kritische Bewegungen auch, und das ist jetzt der Punkt. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, ha, es gibt jetzt auch eine kritische Bewegung in Chile oder es gibt eine kritische Bewegung in Südafrika. That's not the point. Aber zu sehen, dass diese Bewegungen und auch die Analysen und auch das Wissen, was eingesetzt wird, ein verflochtenes, miteinander interdependierendes, also in Beziehung miteinander stehendes Wissen ist. Und dass es nicht mehr ausreicht, sich immer nur auf die eigenen weißen Riesen zu beziehen, die auch immer männlich sind, aber das ist ja praktisch damit gleich auch gesagt, sondern dass man auch mal schaut, was es für andere Bezugspunkte gibt, was es für andere Referenzen gibt und wie diese Referenzen im Laufe der Zeit auch gelöscht worden sind und dass das auch wirkmächtig ist, dass das auch was tut mit dem, wie wir die Welt, die Gesellschaft, die Politik heutzutage analysieren, hat auch was damit zu tun. Deswegen würde ich da einen leichten Widerspruch gehen. Für mich geht es schon auch um Inhalte. Für mich geht es nicht nur um Struktur. Für mich geht es nicht nur darum, dass man so tut, als würden wir auf gleicher Augenhöhe. Das finde ich eh so komisch, weil, ne? Gleiche Augenhöhe. Ist ja nicht, stehe am Podium. Sondern eher darum, was für Wissen wird vermittelt und in welcher Art und Weise wird es vermittelt, sodass möglichst viele daran partizipieren können. Natürlich bleibt es immer eine Utopie und ein Ideal, dass alle an Bildung partizipieren können. Aber es ist wichtig, und da paraphrasiere ich immer gerne Marx, man braucht keinen Hochschulabschluss, um zu sehen, dass diese Gesellschaft nicht gerecht ist. Das brauchen wir nicht. In dieser Art und Weise sind wir auch alle Intellektuelle und können das auch benennen und sagen und auch in einer Art artikulieren, die auch verständlich ist. Aber die Frage ist, wer ist in der Lage und wird dazu in die Lage versetzt, das auch so analysieren und artikulieren zu können, dass es dann auch gesellschaftstransformativ auch Wirkung zeigt. Und hier haben wir dann den Unterschied zwischen denen, die Zugang haben und denen, die nicht Zugang haben. Innerhalb der sozialen Arbeit zum Beispiel haben wir immer das Problem, dass sehr viele der Studierenden, die auch in meinen Seminaren gehen, sind dann auch zu Jugendlichen gehen, die kaum Zugang zu Bildung haben, denen es permanent versperrt wird, an dieser Bildung teilzunehmen und dann Rapkurse mit ihnen machen oder irgendwelche sonstigen Tanzgeschichten.
Das ist alles schön, das ist alles wichtig. Der Körper ist auch, praktisch angefüllt mit Wissen und kann Wissen auch ausdrücken. Aber wir brauchen dringend Intellektualität, die genau aus den Gruppen kommt, die für Jahrzehnte von Wissen auch ferngehalten werden. Die müssen in die Lage versetzt werden, abstrakt denken zu können, ein abstraktes Instrumentarium sich anzueignen, um dem zu widerstehen. Das ist für diejenigen, die aus den Gruppen kommen, wo Macht immer weiter tradiert worden ist, ein Problem. Weil die werden sich nicht mehr Dankbarkeit zeigen, wenn sie einmal verstehen, dass diejenigen, die ihnen dieses Wissen gegeben sind, eigentlich der Feind sind und nicht der Freund. Das ist so, wie Spivak sagt, wenn ihr in den globalen Süden geht und dort Angebote macht, Empowerment-Angebote, großzügig von Europa bereitgestellt, diese Empowerment-Angebote anbietet und die Menschen lächeln, dann heißt das gar nichts. Das ist keine Dankbarkeit. Das ist einfach nur ein Symptom von jahrhundertelanger Unterdrückung. Das ist das, was ihr seht. Das heißt, wenn wir auch über Arbeitsteilung sprechen, Kopf- und Handarbeit, gehe ich mit, aber wir müssen dann auch über die internationale Arbeitsteilung sprechen. Und wir müssen dann auch über eine bestimmte Form der Wissensproduktion auch sprechen, die über Jahrhunderte Menschen auch ausgeschlossen hat. Wenn wir zum Beispiel ein Seminar anbieten, in dem kein weißer Riese auftritt, als Text, ja eh alle tot, als Text, sondern tatsächlich nur Texte gelesen werden von Women of Color, die im globalen Süden verortet sind, ist das schwer, weil nämlich alle, die im Raum sind, zumeist keinen der Namen kennen, nicht die Referenzen kennen und noch nicht mal wissen, wo die Orte sind, wo sie lehren. Müssen die noch mal im Globus gucken. Ja? Das ist die Wirkmächtigkeit eines eurozentrischen Wissens, was eine bestimmte Rezeption von weißen Riesen immer und immer wieder produziert hat. Nichtsdestotrotz, sehr viele dieser nicht so weißen Riesen beziehen sich dann auch, Marx, Adorno, Arendt und viele andere. Das ist in Ordnung. Aber die Frage ist, wie werden Möglichkeiten geschaffen, dass tatsächlich eine andere Wissensproduktion möglich ist? Dass es tatsächlich so etwas gibt, was Spivak bezeichnet als epistemischer Wandel, als eine Möglichkeit, tatsächlich die Gesellschaft zu transformieren. Oder geht es nur darum, dass wir es etwas besser haben, dass wir alle etwas intellektueller werden, die wir die Möglichkeit haben, im globalen Norden auch eine Hochschule zu besuchen. Wir müssen dann schon schauen, dass es nicht nur um Burschenschaften ging, sondern dass die Universitäten auch in einer Zeit etabliert worden sind, die als Hochzeiten des Kolonialismus bekannt sind. Und das ist nicht zufällig, das ist überhaupt nicht zufällig, weil genau das, Pädagogik und Macht, Bildung und Macht gehen zusammen. Und insoweit auch die globale Macht. Natürlich, es wurde ein bestimmtes Wissen hergestellt und das wurde universalisiert, womit wir heute ein großes Problem haben. Weil wenn wir dann sagen, wir sind für Menschenrechte und wer in diesem Raum ist gegen Menschenrechte? Wahrscheinlich, ich hoffe, niemand, man weiß nie, dass wir alle für Menschenrechte sind, dann rekurrieren wir immer natürlich auch auf ein Wissen und eine Theorie der Aufklärung, immer. Aber wir müssen dann trotzdem in der Lage sein, zu sehen, wie problematisch dann auch eine Menschenrechtspolitik ist, die davon ausgeht, dass dieses Wissen erstens nur in Europa hergestellt worden ist und dass es immer noch Europas Aufgabe ist, den Rest der Welt zu helfen. Und zwar unter anderem, indem wir den Rest der Welt Bildung bringen. Ohne, dass überhaupt eine Anstrengung gemacht wird, auch nicht auf diesen kritischen Veranstaltungen, das, was der sogenannte Rest der Welt, und wenn ihr mal guckt, wie groß Europa ist, müsst ihr aufpassen, ne? Wenn ihr den Globus tritt, verpasst ihr es sofort. Ne? Jetzt ist es auch scheiße, oder was? Es geht relativ schnell. Europa ist klein, ist sehr klein. Und zwar nicht nur territorial gesehen, sondern auch gemessen an dem Wissen, was es produziert. Wir glauben nur, dass es so groß ist. Wieso haben wir eigentlich diesen Glauben, dass es so wahnsinnig groß und so wahnsinnig wichtig ist, was in Europa hergestellt worden ist? Wieso können wir nicht mehr analysieren, was davon alles appropriiert, vereinnahmt worden ist und wie viel Wissen gelöscht worden ist? Vergessen wir, können wir anfangen mit Sprachen, aber das wäre nur eine sehr oberflächliche Geschichte.
Philosophien, Weltanschauungen, Formen auch der Spiritualität, Dinge auch und Formen, Instrumente, die Welt zu interpretieren und Politik anders zu denken. Alles das ist über Jahrhunderte auch gelöscht worden. Das kann man nicht alles wieder aneignen. Ich bin ja nicht eine Vertreterin von so einem romantischen Nativismus, dann suchen wir nach dem verschollenen Wissen. Das nicht. Aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir sehr oft in unserem kritischen Tun und Denken und Vermitteln scheitern, weil wir nicht mehr in der Lage sind, auch zu sehen, dass es andere Formen von Epistemologien noch gibt und dass ein epistemischer Wandel, also ein Wandeln also von dem, was wir auch als Wahrheit bezeichnen und was als Wahrheit gesehen wird, dass es sehr anstrengend ist, weil wir kaum Zugang dazu haben. Zum Beispiel, mal ein kleineres Beispiel, gibt es sehr viele Menschen heute im Westen, die sich als Buddhistinnen bezeichnen. Ja, das Yoga und so, und ist zwar nicht buddhistisch, aber es wird alles in eins getan, das ist nicht so wichtig. Aber die kein einziges Werk gelesen haben von buddhistischer Philosophie. Das sind Regale voll, das ist hochkompliziert. Wenn man versucht, das mal zu interpretieren, das ist nicht so einfach. Hier in dem Raum würden wir sagen, es ist als spiritueller Kram. Stimmt aber nicht, weil Buddhismus ist überhaupt keine Religion, sondern eine Philosophie und eine wichtige Philosophie, weil die sich nämlich eine, die sich als gegenhegemonial etabliert hat. Da kann man auch sehr viel daraus lernen, aber niemand macht sich die Aufgabe, das wird auch etwas eher so ein bisschen obskur dann auch bezeichnet. Ja? Das macht man im Privaten. Ja, aber das ist nicht etwas, was in den Hochschulen ist. Ich habe jetzt noch kürzlich einen Vortrag gehalten an der Uni Wien. Da ging es nur darum, zu erklären, was eigentlich die Kernpunkte sind einer Pädagogik, die postkoloniale Perspektiven einnimmt. Und zwei, drei werde ich noch nennen gleich. Und darauf kam dann die erste Frage, habe ich das richtig verstanden? Sie haben über Kolonialismus gesprochen und das nur negativ beurteilt. Das war die erste Frage. Ich sage, jawohl. Und die zweite Frage war, das war ja in Wien, aber Österreich hatte ja keine Kolonien. Okay, vielleicht Höhlenmenschen oder so. Genau, da waren sie wieder. Es waren dann geschätzte Kollegen. Die etwas haben, was Spivak bezeichnet, und ich glaube, das ist etwas, was unsere Angriffsfläche sein sollte, asymmetrische Ignoranz. Ja? Die Ignoranz, die wir uns im Westen oder noch spezifischer in Europa leisten können, vis-à-vis dem Wissen und der Erkenntnis von dem Rest der Welt, und wie gesagt, das ist ein bisschen größer wie Europa. Ne? Also Deutschland ist ja nur so groß wie Maharashtra, eine Region in Indien. Diese Ignoranz, die wir uns vis-à-vis den Rest der Welt leisten können, kann sich der Rest der Welt nicht leisten, vis-à-vis Europa. Ja? Und was dabei herauskommt, ist unter anderem heute ganz aktuell, dass wir ja alle, Universitäten sind ja wahnsinnig offen gegenüber geflüchteten Menschen, steht auch immer so auf den Websites, welcome und so. Und dann gibt es aber einen neuen Begriff, der geprägt wird, und der heißt Studierfähigkeit. Angeblich sind wir sehr offen in den Universitäten für Geflüchtete, dass sie auch bei uns studieren können und sich unser Wissen aneignen können. Und einige davon sind sogar fähig, das zu tun, aber nicht alle. Wer prüft eigentlich die Studierfähigkeit der Studierenden an den Hochschulen? Ich sage immer ein bisschen ironisch, ich hätte da schon ein paar Kriterien, die ich mir vorstellen könnte, aber leider würden dann 90% meiner Studierenden als nicht studierfähig gelten. Oder ich lasse den Unsinn und sage, jeder Mensch ist studierfähig. Wenn jeder Mensch eigentlich ein Intellektueller ist, ist auch jeder Mensch studierfähig. Aber dann muss ich in Widerstand gehen gegen den Versuch, Menschen zu unterteilen in die, die studierfähig sind und nicht. Und das wird auch noch als etwas gesehen, was als positiv zu beurteilen ist. Kurz und gut, ich mache drei Punkte, die vielleicht für eine postkoloniale Perspektive wichtig ist. Und ich beziehe mich da auf eine Riesin, die nicht ganz so weiß ist. Und das ist Gayatri Chakravorty Spivak, die Bildung beschrieben hat als ein uncoercive rearrangement of desire, also eine möglichst zwangsfreie, sie weiß, dass das nicht geht, zwangsfrei, aber möglichst zwangsfreie Umordnung, ja, Neuanordnung von Begehren, um zu zeigen, dass Bildung etwas zu tun hat mit Subjektherstellung und dass Subjekte hergestellt werden, die bestimmte Dinge auch begehren. Und das ist das Problem, in dem wir uns dann auch mit den Hochschulen befinden, weil es ist lange nicht so, dass alle Studierende jubeln, wenn man kritische Theorie
vermittelt. Weil kritische Theorie ist ja auch kompliziert. Kritische Theorie macht auch Arbeit. Und nicht alle sind da gleich begeistert. Und ich kann das auch gut verstehen. Weil dann verstehen wir auch, was schon lange passiert ist, auch in dem Bildungsprozess, der vorher stattgefunden hat, wenn dann auch diese Menschen an die Hochschulen kommen. Und das heißt, wir müssen praktisch gegen ein Begehren ankämpfen, ja, was praktisch schon hergestellt worden ist. Und die Frage ist, wie können wir das so verändern? Es ist aber auch eine Bildungsidee, die davon ausgeht, dass wir eine Bildungsintervention sozusagen brauchen auf beiden Seiten der kolonialen Grenzziehung. Und für Spivak ist das natürlich erstmal nur wie eine Metapher, die koloniale Grenzziehung, aber sie zeigt auch die Wirkmächtigkeit. Wir haben unterschiedliche Herstellungen von Wissens- und Wissenssubjekten auf der einen Seite der kolonialen Grenzziehung und auf der anderen. Und sie sagt, es ist wichtig, auf beiden Seiten zu operieren. Sie selber arbeitet an der Columbia-Universität, einer Elite-Universität, und sie sagt, und gleichzeitig in subalternen Räumen, in ländlichen Gebieten in Indien, und sagt, glaubt es oder nicht, das, was ich da tue, ist genau dasselbe. Nur die Wirkung ist eine andere. Hier soll eine Desubalternisierung stattfinden, sollen Subjekte hergestellt werden, die in der Zivilgesellschaft eintreten können und für ihre politischen Rechte eintreten können. Auf der anderen Seite geht es darum, die Produktion des imperialistischen Subjektes zu unterbrechen. Ja? Die Produktion des imperialistischen Subjektes zu unterbrechen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, das ist kein euphorischer Prozess. Das ist etwas, was uns damit auch konfrontiert, inwieweit wir alle, so kritisch wir auch sein mögen, auch daran beteiligt sind, eine gewisse Ungerechtigkeit in der Welt aufrechtzuerhalten und immer wieder neu zu reproduzieren. Dafür müssen wir uns vielleicht auch andere Riesenen suchen. Und zwar nicht in der Art, in der man sagt, die anderen werfen wir aus dem Fenster und brauchen wir nicht mehr zu lesen. Das ist nicht mein Ansatz, sondern da bin ich ganz bei Spivak und sage, es ist ganz wichtig, sich dieses Wissen anzueignen, aber nur, um es dann affirmativ zu sabotieren. Und da mein Name Castro ist, mag ich Sabotage immer sehr. Affirmativ zu sabotieren heißt, Marx lesen, wirklich lesen, nicht nur so zitieren, sondern wirklich lesen, enter the protocol, wie Spivak sagt, geht hinein in wirklich diese Texte, affirmativ, weil es sind wirklich wichtige und gute Analysen, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse auch entstehen. Aber Marx war für den Kolonialismus, ne, nicht vergessen, weil er sagte, das ist eine ganz wichtige Phase, da müssen Sie durch. Da kann man dann wieder drüber reden. Also affirmativ sich aneignen und dann sabotieren. Das heißt, dieses Wissen gegen genau die richten, die glauben, das wären die einzigen wichtigen und autoritativen Rezeptionsquellen. Ja? Also man kann das auch gegen sie richten. Also wenn diejenigen, die sagen, es geht um Freiheit und Emanzipation, gleichzeitig sich aussprechen für den Kolonialismus, was sagt das eigentlich über diese Theorie? Hat die da nur eine Lücke oder gibt es ein generelles Problem damit? Wenn wir kritische Bildung nur so verstehen, dass sie uns in die Lage versetzt, kritisch zu sein, uns in die Lage versetzt, zu protestieren gegen Ungerechtigkeit und dabei vernachlässigt, dass dieses Protestieren können auch fußt auf einer Basis, die eine Ungerechtigkeit, eine praktisch eine globale Ungerechtigkeit erst notwendig macht. Das heißt, die Akkumulation, die Möglichkeit, dass wir hier in diesem Raum sitzen, ja, und miteinander diskutieren können, hat was damit zu tun, mit der Akkumulation von einem Kapital, was produziert wird, ja, über die Ausbeutung des globalen Südens. Und das hat nicht heute angefangen, das hat schon viel früher angefangen, aber es hat auch heute noch nicht aufgehört. Ja? Und deswegen geht es auch nicht darum, wenn wir über zum Beispiel Wissen und Bildung und Flucht sprechen, nicht darüber zu sprechen, wie wir Geflüchtete und unser Wissen vermitteln können und sehr nett unsere Räume öffnen können für Geflüchtete, sondern geht es darum, sie nicht mehr nur als Studierende zu sehen, sondern als Lehrende zu sehen. Ja? Die Möglichkeit zu sehen, diese zu nutzen und zu sagen, das ist eine einmalige Möglichkeit, dass Menschen auch kommen, die mit sehr viel Wissen da sind, welches wir belohnterweise ignorieren können. Ein Wissen, was nicht gelehrt wird und was auch nicht abgefragt wird. Ja? Dass wir Namen kennenlernen, Orte kennenlernen und uns
vielleicht auch in einen Erkenntnisprozess begeben, der nicht euphorisch, aber beschämend ist. Ja? Wir müssen uns auch erstmal in die Position bringen, beschämt zu sein über das Wenige, was wir wissen, über das Wenige, was wir denken, was kritisch ist, und uns praktisch auch nochmal mit unserer eigenen Gewalttätigkeit auch in den Bildungsprozessen auseinandersetzen. Dann geht es auch, wie ich finde, um Ökonomisierung. Es geht aber auch um das, was Alex genannt hat, dass es auch natürlich eine Verwerfung ist bestimmter Klassen, wenn ein bestimmtes kritisches Wissen da ist. Und diese Herauskatapultierung, dieses kleinen Pflänzchen an kritischem Wissen und mit welcher Gewalttätigkeit das auch passiert, das sehen wir heute insbesondere nicht nur an kritischer Theorie, sondern insbesondere auch an den Lehren der postkolonialen Theorie, wobei postkoloniale Theorie ist auch schon so nett, ne? Eigentlich müsste man so antiimperialistische Seminare halten, aber da würde man ja nie eine Professur bekommen, ne? Das ist so wie bei den Queer Studies, ich sage immer, eigentlich lehre ich perverses Wissen, aber dann kriegte ich ja keine Professur für. Ne? Also insoweit queer, weiß keiner, was es ist, und dann ist es auch okay. Und so ist es ein bisschen mit den postkolonialen Theorie. Man denkt dann halt, es ging irgendwie darum, dass irgendwie nach den Kolonien, deswegen kann auch jemand sagen, Österreich hatte ja keine Kolonien, dann brauchen wir ja so ein Wissen eigentlich nicht. Aber eigentlich geht es natürlich darum, um das Fortbestehen kolonialer Strukturen, um das Fortbestehen internationaler Arbeitsteilung, um das Fortbestehen auch einer bestimmten Teilung in der Wissensproduktion und im Versuch, das zu überwinden mit dem Ziel einer Dekolonisierung des Geistes, mit dem Ziel auch eines epistemischen Wandels. Und dafür müssen wir eben auch eingreifen, nicht nur in die Körper, nicht nur in den Geist, sondern auch zu sehen, wie wir das, die Produktion von bestimmten Begehren auch verändern. Und das, glaube ich, geht auch über andere Formen der Wissensvermittlung. Das geht aber auch über bestimmte Ideen, die auch vermittelt werden. Und ich glaube, eins, was ich besonders beunruhigend finde momentan, ist die sozusagen der Herauswurf oder die Disqualifizierung auch der Geisteswissenschaften. Und ich beziehe mich da auch auf Spivak und W.E.B. Du Bois, einer der wichtigsten afroamerikanischen Intellektuellen, der sich für die Bildung der befreiten Sklaven eingesetzt hat und der gesagt hat, wir brauchen kein technokratisches Wissen. Und jetzt rede ich hier über die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Wir brauchen kein technokratisches Wissen. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, ihre Imagination zu erweitern, die in der Lage sind, eine Fantasie zu entwickeln, wie die Welt auch anders sein könnte. Nur dann wird es möglich sein, für Menschen, die über Jahrhunderte von Bildung entfernt worden sind, auch Freiheit überhaupt denken, artikulieren und fordern zu können. Und wenn sie das tun, wenn sie das fordern, wenn sie das artikulieren, dann haben wir alle ein schweres Los. Danke.